Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadows. Heute begeben wir uns ins Heiligtum der Titanen. The Chamber of the Titans. What awaits them there is all that remains of the great technology of the Aghartians. This battle will test them all, and there is no going back now. The board is set, the pieces in play, and we shall see what occurs and who will emerge the victor. The child and her golem will help. And I hope once the battle is won, that Gabriel will have the courage to do what is necessary. Necessary for our quest to succeed. For there is still the matter of the Lords of Shadow, and their power is even more formidable. Pompös kann man eigentlich einen Boss in Szene setzen, kann mir das mal einer sagen. Hier haben wir einen Eintrag zum Steingötzen Titan. Er ist riesig und auch der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch. Das würde ich ganz gerne mal vorlesen. Die Magierschmiede waren ein Orden akkartischer Zauberer, die sich auf die Fertigung mächtiger Artefakte spezialisiert hatten. Bei den meisten ihrer Erfindungen handelt es sich um gewöhnliche Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel magische Kleidung oder verzauberte Waffen und Rüstungen, aber ihre wohl beeindruckendste Schöpfung waren die Titanen. Diese Golems von gigantischer Größe wurden zum Zwecke der Verteidigung gebaut, doch die Magier waren gezwungen, sie im Krieg gegen die dunklen Fürsten einzusetzen, bei dem die meisten von ihnen zerstört wurden. Er ist auf jeden Fall resistent so ziemlich gegen alles, bis auf diese Crystal Shard Teile, aber die will ich jetzt auch gar nicht großartig einsetzen. Das war's schon. Ja, wir laufen mal ein bisschen rum, ich laufe mal in diese Richtung. Denn bevor wir uns dem eigentlichen Boss widmen, möchte ich noch eine Sache nicht unversucht lassen. Ich laufe hier gerade so fröhlich weiter. Ich sehe halt gar nicht, wo ich hinlaufe, weil die Kamera so sehr hart auf den Titan fixiert ist, was eigentlich ganz okay ist, aber hier in der Umgebung gibt es noch eine Kleinigkeit, die will ich nicht übersehen. Irgendwo hier am Rande, glaube ich, war es zu finden. Ich hoffe, ich finde es. Ja, da hinten blinkt es mich ja schon an. So, den wollte ich nicht übersehen haben, denn was macht er denn da?
schmeiß einen Stein nach uns. Ja, trifft uns. Ich gebe mein Bestes. Wow, ich springe, damit ich nicht von der Druckwelle erwischt werde. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt fangen können. Watch out for the rock. So, und ja, also ich habe den rechten Trigger Ja, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich konnte den gerade nicht greifen. Ich habe definitiv den rechten Trigger gedrückt und nichts ist passiert. Ja, deine Stimme überschlägt ja schon. Und ja, was denn? Komm nochmal, mach's nochmal. Give it to me, baby, give it to me, baby. You can use that. Und ja, na endlich, klappt doch. So, schön zurückgeschleudert. Bam! Und voll vor den Brustkorb geschleudert. Ah, guck mal hier. Unser Freund hilft uns. Zwingt diesen Titan in die Knie. Ja, er ist nur so weit weg. Es dauert ewig, bis ich da bin. Obwohl Gabriel eigentlich schon ziemlich schnell ist. So, wunderbar. So, jetzt hier, das kennen wir schon, das Spiel. So, und ja, schön festhalten. So, und wo geht's lang? So, schön festhalten. So, hochklettern. Boah, der ist so riesig. Zieht euch das mal rein. Der hat, hoch, was ist jetzt passiert? Bin auf ans andere Bein gesprungen. An seinem Körper wachsen Bäume. Er hat einen Baum auf seiner Schulter, der im Verhältnis so groß wie ein Brokkoli-Stück aussieht. Das ist echt Wahnsinn. So, kurz festhalten. Wunderbar, und da haben wir auch schon die erste Schwachstelle. So, und zieh drauf. Schön immer auf die Kniescheibe halten. Jawohl. Boah. Und nochmal. Ja. Und wunderbar. So, und jetzt? Und jetzt? Hat er mich runtergefegt? Wo muss ich denn? Ach, scheiße, ich hätte ausweichen müssen. Shit. Ja, hier ist nichts mehr mit Moment picken. Ich sehe gerade nix. Ich bin gleich platt. Das ist nicht gut. Vielleicht kann ich gleich mal Schattenmagie einsetzen, Lichtmagie einsetzen, wenn ich an dem nächsten, an der nächsten... Moment. Ich sehe nichts. Ah, es hat geklappt. Wenn ich an der nächsten Dingenskirchen bin. So, jetzt hier. Zack. Gabriel, go! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, ich halte mich fest, ich halte mich fest. Ja. So, was muss ich machen? Hey, over here! So, sehr gut, sie lenkt ihn ein bisschen ab. Dann kommen wir hier zur nächsten Schwachstelle. Und ich setze mal ein bisschen... Ich kann keine Lichtmagie einsetzen. Scheiße. Mist. Warum kann ich keine Lichtmagie einsetzen? Ich habe doch noch ein bisschen auf Reserve. Down here, you bitch. You bitch. Na, gleich muss ja erstmal in den Mund auswaschen gehen. Also solche bösen Kraftwörter benutzt. So, jetzt... Ich gehe mal lieber runter. Weil ich nicht so genau weiß... Ja, super, sehr gut, da wollte ich hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ja, komm hier. So, einmal hier ran. Und, aber wo muss ich jetzt hin? Ah, hier. So. Und hier ist schon die nächste Schwachstelle. Und zieh drauf.
Immer feste drauf. Und jawohl. So, passiert was? Klar passiert was. Ah, alles klar. So, zack. Rüber. Und kann ich. Ja, ich kann. Sehr gut. So, und da sind wir auch schon. Oben angekommen. Bam, 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 bam. Uah. Komm jetzt schnell, beeil dich, Gary, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Jawohl. War das der letzte oder kommt da noch was? Gabriel, take this! Wow, Quick Time Events! Titans are no more. She was the last of her kind. Shall we go on? We should rest. Night is coming. I know a place. Ja, wir haben den Titan besiegt. Auch sehr traurig eigentlich. Vor allen Dingen, als er auf dem Boden lag, ihr erster Kommentar, ja, das war, sie war der Letzte ihrer Art. Sie war die Letzte ihrer Art. Das ist nicht schön. Aber gut. Ja, musste sein, um weiterzukommen. Wenn wir die Lords of Shadows besiegen wollen, dann müssen wir offenbar gegen Titanen kämpfen. Obwohl ihr früher selber gegen Lords of Shadows gekämpft haben, gegen die Schattenfürsten. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass man nicht so kontrollieren kann oder, keine Ahnung, mit denen kommunizieren kann, dass sie einen vorbeilassen oder so. Aber gut, wie auch immer. Ja, wir haben wieder gut, sollen wir die Kombos jetzt? Ja, komm, kaufen wir uns jetzt die Kombos. Wir haben ja schon ganz gut Asche jetzt gesammelt. Ich wollte dann doch nochmal schauen. Hier haben wir soweit erstmal alles. Relikt, Magie, Lichtblitz, Kettenverschleiß. Ah, okay. Ja, sowas ist auch ziemlich geil. Das würde ich mir aber später für einen späteren Zeitpunkt aufsparen, denn die sind sehr speziell. Diese Attacken verbrauchen auch sehr viel Licht- bzw. Schattenmagie. Und da möchte ich doch lieber mein... Und da wir wir eh noch nicht so viel zur Verfügung haben, wir noch sehr, sehr viele Steine finden müssen, um unsere Kapazitäten dort hingehend zu erweitern, würde ich sehr gerne meine Erfahrungspunkte in andere Techniken stecken. Wie zum Beispiel die Kettenbarriere können wir erweitern. Ah, okay. Noch mit so einem Sprung hinterher, das wäre noch eine Variante. Direkt heftig Combo, was ist das? Ach so, ja, das weiß ich. Da könnten wir 3000 investieren, hätten noch knapp 300 übrig. Oder wir nehmen uns die Kettensäge. Die ist geil. Wollen wir uns die nehmen? Kostet 2000. Ist teuer, aber ich glaube, die möchte ich gerne haben. Die benutze ich durchaus hin und wieder mal gerne. Der kann man auch super in Kombination mit Lichtenergie, Lebensenergie zurückgewinnen mit der Hilfe der Bodenfräse. Dann gab es hier oben noch was, vielleicht einen Gegenschlag. Na komm, dann ist er weg, dann haben wir ihn. Und dann sparen wir auf, ich würde sagen, sobald wir wieder 3000 haben, entweder auf die Bodenfräse, die ist auch ganz geil. Aber dann würde ich lieber in diese beiden Upgrades investieren. Ich glaube, das sind die nächsten, auf die ich dann ziele. Gut. Dann hätten wir den Titan besiegt. Und bevor wir in die nächste Mission gehen, mache ich einen kleinen Schnitt, wie immer an dieser Stelle. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann überlegen, wie es weitergeht mit unserer Freundin. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage dann. Ciao, Leute.